Servus zusammen, willkommen zurück bei Leier kann mehr, euer Kanal, wenn es ums Handwerkliche geht. Heute haben wir euch mal drei Geräte mitgebracht, die besonders den Leuten helfen sollen, die mit Folien oder Schrumpfschläuchen zu tun haben oder eventuell Dachdecker sind. Und zwar haben wir die drei Geräte für euch dabei, von der Firma Steinl, den MH3, MH5 und MH7 Heißluftgebläse. Und was sie so können, das stellen wir euch heute vor. Genau, starten wir mal mit dem MH3 hier. MH3, Mobile Heat, wie der Name schon sagt, mobiles Heißluftgebläse. Zunächst mal wichtig zu erwähnen, die Geräte oder die zwei Geräte, zu dem kommen wir ja gleich, das MH5 und das MH3 hier, wird mit dem CHS-Akku betrieben. Das heißt, wir haben noch andere namhafte Hersteller, wo dieselbe Akkuschnittstelle haben. Somit bietet mir das natürlich Flexibilität. Des Weiteren haben wir hier, wenn wir das Gerät in Betrieb nehmen möchten, einen sogenannten Security Lock Button, einfach um unbeabsichtigtes Starten vom Gerät zu vermeiden. Das heißt ganz einfach, ich gehe her und drücke mit dem Mittelfinger im Prinzip den gelbfarbenen Schalter nach oben, geht eigentlich automatisiert, und ziehe dann hier ab. Gerät läuft jetzt, man hört es schon. Wir haben dann eben die Funktion, das Gerät heizt sich jetzt aktuell auf. Wir haben eine sehr schnelle Heizzeit von 0 bis 300 Grad, haben wir bereits in 5 Sekunden erreicht. Wir haben zwei Einstellmöglichkeiten, 3 und 500 Grad stehen hier zur Verfügung. Die Luftmenge wird bis zu 200 Litern pro Minute angegeben. Man hat es jetzt vielleicht gehört. Wir haben jetzt so eine Steigerung gehabt vom Ton her. Einfach die Gebläseleistung hat sich dazu geschalten. Das hat einfach den Hintergrund, wir heizen hier zuerst auf. Die Gebläsefunktion schaltet sich dann stärker dazu, wenn der gewünschte Temperaturbereich, also hier wie gesagt 300 oder 500 Grad erreicht sind. Somit haben wir einfach eine akkuschonende Technik. Das heißt, hier wird der Fokus drauf gelegt, eben möglichst lange mit einer Akkuladung arbeiten zu können. Und ja, das zweite Gerät hat im Vergleich zu dem ersten Gerät, also hier MH5, wie gesagt, die Funktionen relativ identisch. Security Lock Button, den gleichen Temperaturboost Mechanismus. Auch Akku sieht jetzt hier zwar anders aus, wir haben hier eine andere Amperezahl, aber auch das CAS-System. Wir haben hier eine etwas höhere Leistung anliegen, das heißt 0 bis 300 Grad erreichen wir hier bereits innerhalb von 4 Sekunden. Wir haben so eine vergleichbare Wattleistung, das ist vielleicht noch ein bisschen ein greifbarer Wert für unsere Zuschauer. Gerät 1, MH3, war so mit 600 Watt, wenn wir es auf ein kabelgebundenes Gerät vergleichen, 600 Watt Leistung. Hier haben wir ca. 900 Watt Leistung, so einfach, dass man ein bisschen einen greifbaren Wert hat vielleicht. Und ja, des Weiteren, das Gerät verfügt über etwas mehr Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier ein Digitaldisplay zum einen. Ich kann hier auf 10 Grad genau die gewünschte Temperatur einstellen und habe auch einen Temperaturbereich bis 500 Grad. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Anwendung habt, wo als Beispiel genau 420 Grad empfohlen sind, kann ich das hier exakt einstellen und bin mir sicher, ordnungsgemäß unterwegs zu sein. Ja, außerdem noch zu erwähnen, ich habe auch eine Programmierfunktion. Das heißt ganz einfach, ich kann meine Werte, die ich vielleicht eben wiederholend brauche, gerade als Beispiel diese 420 Grad, kann ich fest hinterlegen als festen Wert. Dann heißt es, ich kann den schneller abrufen sozusagen. Alles klar, dann machen wir weiter mal mit dem MH7. Der MH7 hat jetzt, wie ihr auch seht, noch mal ein bisschen eine andere Form. Hat aber auch zusätzlich noch mal mehr Leistung als jetzt die anderen. Wir haben jetzt im Gegensatz zu 600 Watt und 900 Watt haben wir hier sogar bis 1000 Watt. Und einen Vorteil haben wir noch, wenn es jetzt noch heißer als 500 Grad werden soll,
Hier können wir bis 550 Grad gehen. Also in allem noch mal ein bisschen mehr. Und wie schon gesagt, die Form ist noch mal ein bisschen ergonomischer. Gerade wenn ihr zum Beispiel auf dem Dach arbeitet, werden einfach gewisse Winkel erreicht, wo ihr hier mit dem einfach ein bisschen angenehmer arbeiten könnt. Dass ihr nicht mit dem anderen schräg halten müsst oder sonst wie, sondern es lässt man einfach so in der Hand und hat schon den flacheren Winkel. Außerdem haben wir hier oben das Drehrädchen, mit dem wir Temperatur einstellen können, beziehungsweise die Kraft. Und wie auch beim anderen, haben wir hier innerhalb von 4 Sekunden sogar schon die 350 Grad erreicht. Also eben von allem etwas mehr. Der Unterschied allerdings, wo ihr hier noch zu den anderen habt, nicht nur die Form, sondern auch das Akkusystem. Wir haben nicht das CAS-System, sondern wir haben das Ampshare-System, was ja aber auch von vielen anderen Herstellern oder anderen Geräten verwendet wird. Also eventuell habt ihr so einen schon zu Hause. Ich denke, wir haben ganz gut gesehen, dass die Steinl Akku-Heißluftgebläse deutlich mehr liefern als nur heiße Luft. Mit den tollen Funktionen, die Einstellmöglichkeiten, die unterschiedlichen Leistungsklassen sind wir hier für alle Fälle gewappnet, denke ich. Eigentlich gut vorbereitet, ja. Und vor allem mobil. Eben. Und mobil. Ohne Kabel, ohne lästiges Kabel. Gerade auf dem Dach natürlich das große Thema oder auch weniger was du vorhin. Je weniger man dran hat am Körper, desto besser. Gerade in solchen Bereichen, wo es höher ist. Also tolle Geräte, viele verschiedene Funktionen. Nicht jeder braucht die expliziten Einstellungen, die man jetzt beim MH5 hat. Da würde der MH3 reichen. Andere brauchen wieder mehr, MH7. Ich denke, Steinl bietet ein gutes Portfolio da und für jeden gibt es da etwas. Falls ihr mehr von uns sehen wollt, beziehungsweise mehr Geräte habt, die ihr vorgestellt haben wollt, schreibt uns gerne mal. Abonniert uns, aktiviert die Glocke, ihr kennt das Spiel auf YouTube. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.